Nein! Was ist passiert? Ja, hoffentlich wird es besser und interessanter und produktiver, diese Folge. Folge 11 von Minecraft Mari, weiterhin mit Turkey LP. Hallo. Ja, hallo. Wie begeistert er doch ist. Ja, ich beginne jetzt mal schnell das zu machen, sonst kommen wir echt zu nichts hier. Und ich suche weiterhin die Höhle, wo ich letzte Folge war. In meiner Ansicht, also gerade eben. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Also ich glaube, das ist der komplett falsche Weg. Da wir hier wirklich nicht unbedingt alles zusammen machen und auch teilweise echt weit auseinander sind, lohnt es sich hierbei wirklich... sich anzuschauen. Genau. Das auf jeden Fall. Oder sich beide Sichten anzuschauen. Wer auch immer was bevorzugt. Ich will jetzt ja sagen, was man so nicht empfehlen oder so. Aber in die letzte Folge, ich nehme euch nicht übel, also ich zumindest nicht. In die letzte Folge zu lang, weil ich war, es gibt die Möglichkeit, Zeitraffer in YouTube. Ja. Wo war die Höhle? Die Fackeln gehen zum Teil auch alle jetzt erst aus. Ja. Ja, also irgendwie... Einen bestimmten Weg. Hinter mir... Ich gehe gerade hoch, hinter mir greift sich alles mit Sand zu. Puh. Ey, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Vielleicht finde ich die Höhle nicht, weil hier so viel Sand und Kies liegt, sodass alles zugeschüttet ist. Das ist nämlich... Das ist möglich. Oh Gott, ist hier viel Sand und Kies. Also ich finde das Modpack ja... Wo kommt das alles her? Ja, aus den Decken, aus den Wänden. Hast du Angstzustände? Ja, wieso? Gestern war es bei mir so, ich habe gestern mal so ein klein wenig gespielt, einfach so noch. Ich habe noch mehr Marvel gefunden, falls noch brauchst du gleich. Und, ich möchte zu dieser verdammten Höhle. Auf jeden Fall sind da plötzlich Blöcke platziert, die waren dann gar nicht da, auf einmal waren sie wieder weg. Aber so viele ist eher unwahrscheinlich. So, wo habe ich jetzt meinen Wassereimer? Ach, den habe ich sogar dabei im Inventar. Schlau. Wie gesagt, ich werde mich, wenn ich keine Angstzustände mehr habe... Simua, I need your help. Ja, ich komme. Geh einfach den Gang vorne durch. Ich hole mir kurz meine Waffe und dann komme ich. Also den Hauptgang, sag ich jetzt mal. Ist das... Könnte man so sehen. Oh nee, ich glaube, ich bin jetzt durch. Einigermaßen. Ich komme trotzdem mal kurz vorbei. Sand. Jetzt ist der ganze Gang zugeschüttet mit Sand wieder. Ich allerdings der Sandraum nicht. Und wirklich ja nichts da in dem großen Sand- und Kiesraum was abzubauen, das mich dann nachher verschütten könnte. Oh nee. Oh mein Gott. Bei mir verschwindet. Meine Schaufel ist bereits kaputt. Ich habe eine neue dabei. Alles rutscht runter. Ich komme. So juhu, ich bin da, wo ich hin wollte. Soll ich trotzdem noch kommen? Je ne sais pas, mais... Was? Okay. Ich bin eigentlich nur ganz kurz gesprungen, hab nicht drauf geachtet, dass ich nur noch ein halbes Herz hatte. Egal. Dias. 6. 6 Stück, oha. Redstone. Ich gönn sie dir so. Sehr. Ich war so dumm und habe im letzten Part das Redstone mit einer Steinspitzhacke abgebaut, aber... Scheiße. Ist bei dir noch genug Licht, oder wie ist das?
Bei mir ist noch genug Licht, also. Und wenn nicht und mich doch ein Monster dann tötet. So schlimm ist es auch hierbei nicht, sagen wir mal so, ne? Diese Mobs erscheinen, diese Angstzustand-Mobs werden immer schlimmer. Sie erscheinen jetzt nur noch in mir drin. Darf ich das Portal nutzen? Ja. Oha, wer hat denn das hier gemacht? Das frage ich mich auch. Vielleicht diese kleinen Männchen hier, die Macrep mir gezeigt hat. Dann machen wir es doch direkt mal zu einer. Dann funktionieren wir es doch direkt mal zu einer Mining-Folge um, würde ich sagen, oder? Oh. Also, sagen wir es mal so bei mir. Ich werde dich hier ein bisschen suchen. Ich hoffe, es stört dich nicht. Wollte ich eigentlich auch, aber eigentlich wollte ich auch noch. Eigentlich wollte ich auch noch am Marblehaus bauen. Ich kann ja auch ein bisschen weiter suchen, wir können am Ende auch ein bisschen teilen, weil ich sag mal, du hast gefunden, ne? Die Höhle. Ja, aber mir gehört sie eigentlich auch gar nicht. Also, eigentlich haben wir nicht das Recht, in mir zu graben, wirklich. Wobei, eigentlich jeder schon, hat ne? das Recht, in jeder Höhle, die nicht gekennzeichnet ist, zu graben. Außerdem gehe ich jetzt den Gang weiter auf der Suche nach Mar. Ich habe das Ende des Gangs gefunden. Bedrock. Scheiße. Was? Was scheiße? Es ist richtig gefährlich hier, irgendwie sich über die Lava versuchen zu bauen. Ach du meine Güte, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Schau dir mal an, komm mal kurz mit. Ich wäre gerade fast gestorben in der Lava. Guck mal, ich habe versucht hier so was dran zu bauen. Sagen wir mal so. Und dann Erde, so. Nicht gut. Nee, ich habe auch im Moment nichts anderes. Mehr? Nur noch ich vier grüne. Ich habe nur Marble und die möchte ich hier nicht verbauen. Ich habe vier Grünschiefer. Schön, ist auch nicht mehr. Gold. Eisen. Gold. Ach du Kacke, man kriegt hier richtig Angst. Also jetzt fast das Wort des Angstzustände, nein, aber mit Angstzuständen hier wirklich so. Ich mach mir mit meinem Portal immer etwas Licht. Macht das Licht? Ja. Ich bekomme bereits Hungerschaden. Ja, Abbaulähmung ist ganz klar. Ermüdung meine ich. Wieso das? Das ist eine Nebenwirkung vom Angstzustand. Ich hab's gerade nicht. Nicht immer, nee. Ich hab gerade nur etwas Langsamkeit. Ich hab gerade etwas Angst. Ich kann nicht mehr rennen. Nein! Was ist passiert? Ein Stein ist abgefallen. Ein Stein? Alle meine Sachen sind gerade weg. Oh, was hattest du dabei? Jetzt nicht, sag ich mal, so wichtig. Ich hatte Erde und Werkzeuge aus mit Metall, vor allem Eisen dabei. Aber ich hatte jetzt, sag ich mal, nicht meine Rüstung dabei. Oder na okay, zwei Diamant-Äxte, aber die sind jetzt, sag ich mal, nicht so selten bei Forest Guards. Ja. Ich gehe wieder hoch, das wird mir hier zu gefährlich. Mit 6 Dias. Gute Entscheidung. Oh ja. Ich komme ihm trotzdem mal entgegen, ja. Ich habe jetzt Slash. Slash Home. Okay, mach das. Ich nehme den Schiebe. Meine Güte, wie lange ist hier Nacht? Ich würde am so liebend gern Tag machen, weil meine Angststände, die gehen nicht weg. Die sind das Nervigste überhaupt. Vor allem das Komische, ich habe letztens ja mal öfter schon gespielt, auch noch. Ich hatte fast nie mehr Angstzustände. Und auch nie mehr Erdrutsch oder sowas. Auf einmal, jetzt wo wir hier aufnehmen, kommt alles wieder. Ich muss mich wieder umbringen gehen. Aber ich mit den Diamanten, hoffe ich da. Ich habe ja nur noch ein halbes Herz. Ah,
Ach, das Schlimme und ist, war mit einem halben Herz die ganze Zeit in der Höhle, ich Dummerchen. Ach du meine Güte. Schnell den Marble sichern, die Dias sichern, die Portal Gun, mein Diamantschwert, alles, was ich habe. Für mich sehe ich aus wie ein Festive Creeper, einfach ein Creeper. Ich sehe auch aus wie ein Mystery gelber Creeper. Und drück mal zweimal F5. Ja. Drück nun scharfes S. Hm. Oh shit. Jetzt bin ich ein Zombie. Jetzt bin ich einer dieser Miner. Ist ja schön random hier alles, ne? Was man Oho, dann hört. Ich bin ein Buch. Aber nicht mehr lange. Ich bin noch nicht mehr lange da. Ich werde nämlich gleich lebendig begraben. Indem ich mich in einem engen Gang in eine Spinne verwandle mit einem halben Herz. Ah. Hat sie schlimme Sachen dabei? Oh, ich verdurste gerade. Nein, ich habe das doch absichtlich gemacht. Oh Mann, ich wollte doch gerade. Hab doch gerade meine Flasche rausgeholt. Egal, hier am Spawn kannst du ja sofort trinken, du. Du bist ein blauer Creeper. Es ist Tag. Ja, endlich. Dieser Kack-Anzustand. Ich werde mir geklingelt. Was? Du hast geklingelt. Hast du das etwa gehört? Ja. Hab das gehört. Interesting. Hey, du bist ja eine wandelnde Truhe. Ach meine Güte. Aber meine Angstzustände gehen gerade zum Glück einigermaßen weg. So. Ich kann meine gar nicht sehen wegen dem Skype-Anruf. Ich schieb's mal raus. Ist ja nicht schlimm, da steht ja Sinn. Ja, ja. Dann das Ehebrauch. Meine sind immer noch auf dem niedrigsten Niveau. Ich habe nur einen Eisenbarren. Ich habe in der Höhle Eisen gesehen. Aber ich habe noch einiges an Eisen. Ich kann dir auch was leihen, schnell, du. Drei Stück. Ruhe. Oder beziehungsweise, nee, ich habe nur ein. Zwei Stück. Kannst du mir zwei Stück leihen? Gerne, gerne, da. Danke. Ich brauche hier ist ein Block verschwunden. Ja, die verschwinden auch dauernd. Also, es ist wirklich das verrückteste Spiel, was ich je gespielt habe. Muss ich ehrlich zugeben. Enderman. Ah doch, ich hatte zum Glück doch nur eine Diamant-Axt dabei. Wieso kann ich dich nicht öffnen? Weiß ich nicht. Du bist doch eine Truhe, also wieso kann ich dich nicht öffnen? Aha, witzig. Come with me and I'll give you a skeleton chicken now. Some iron. Two iron ingots. Ich sag mal so, es ist irgendwie schwer hier an diesem Modpack produktiv zu sein oder was zu schaffen. Man wird irgendwie dauernd aufgehalten. Ob nun durch nerviges Singers? Ja, danke. Oh Gott, ich habe nur ein halbes Herz jetzt. Als Treasure Schleim. Ich hab eins. Als Fledermaus. Deine Vögel. Ja, ich hab einen Vogel. Ich hab nicht nur einen Vogel, ich hab mehrere. Ich hab ja gesagt, deine Vögel. Ich weiß. Falscher Weg. Oh. Wow, das ist ein Lager, ne? Bleib mal hier oben. Ja, wo habe ich denn... Aha, 18 Eisenbarren. Oh, vielen Dank für die 2. 6 Diamanten plus 5. Jetzt habe ich insgesamt 11 Dias. Oha. Oha. Oha, ich bin durch die Tür gefallen. Weil sie noch nicht ganz zu war. Sie muss erst komplett zugedreht sein, bis sie auch als zu gilt. Ja, dann vielen Dank. Ach, ich muss ja noch mal in den Keller. Versuch mal sicher nach Hause zu kommen, ne? Als Fledermaus sollte das eigentlich... So, und jetzt... Jetzt... werde ich das Marblehaus weiterbauen. Warte, ich habe auch noch Marble für dich, hätte ich direkt mitbringen können.
Oh. 4 Stück. 4? Ja. Sonst haben wir Marvel doch immer in Hülle und Fülle für Ülle alle gefunden. Ja, aber wahrscheinlich gehört die noch zu dem 12 von eben. Und ich habe aber halt noch... Wuhu, ich habe in meinem Haus ganz viel Marvel gerade gefunden. Ich geh immer dran vorbei. Ach ja. Das könnte ja fast ich sein. Ich habe sogar hier meinen alten Strip-Binding-Gang mit Marvel zugebaut. Irgendwann richtig schwindelig von diesem Schwindel bei Angstzuständen. Nee, ich finde, das ist fies anzuschauen. Wo bist du jetzt? Ich gehe gerade zu meinem Haus. Beziehungsweise zu meiner Farm neben dem Haus. Upsi. Upsi. Ich grabe so schön all den Marble weg und was sehe ich da? Ich grabe in den Stall des Drachens hinein. Ja, das ist echt schlimm. Und weißt du Drachen? Was? Die Übelkeit. Hast du mir gerade nicht zugehört, was ich gesagt habe? Ich hab's gerade nicht wirklich verstanden, ne? Ich habe gerade mir schön etwas Marvel gefarmt, abgebaut im Berg in meinem Haus. Was? Aber was finde ich da bitte? Weiß ich nicht. Den Stall vom weißen Drachen. Ah, cool. Dann denke ich mir, was macht denn eine Lampe, wie wir sie überall in den Städten haben? Die Lampen. Mhm. Was macht denn eine Lampe mitten im Stein? Ich grab weiter frei, sehe ich da plötzlich das Hinterteil eines Drachens. Ich bin müde. Du bist müde? Ja. Und bringst du mir jetzt mal den Marble? Ich guck grad nur, weil gerade mein Wasser irgendwie nicht fließt. Ach, hat es keine Fließanimation oder bewegt es sich nicht von Block zu Block? Normalerweise hat es einen endlosen Brunnen halt gemacht. Hallo, ich bin hier, ich werfe das mal durch dein Ladenfenster. Na. Verwandelt sich gefälligst in eine 2-Block hohe Kreatur. Ja, auf jeden Fall habe ich einen endlosen Brunnen gemacht und bisher hat es auch immer geklappt. Ich habe schon dreimal immer Wasser rausgenommen. Auf einmal fließt das Wasser nicht mehr und ist unendlich, sag ich mal. Gut, jetzt bekommst du etwas Gleichwertiges dafür zurück. Hier. Oh, vielen Dank. Sehr nett. Ich wusste schon immer, dass ich nett bin. So, und wie läuft mit deinem Marvel-Haus? Ich baue jetzt dran weiter. Nach 18 Minuten Aufnahme. Man kann ja nicht mal richtig mehr Portale schießen bei dieser Übelkeit. Mein Angstzustand geht nicht mal mehr weg. Meiner auch nicht. Wir müssen uns neben Blumen stellen. Ich bin eigentlich die ganze Zeit in der Nähe von Blumen. Man muss es direkt daneben sein. Dann geh einfach mal direkt daneben und schau, ob es... Und bleib da etwas länger stehen und schau, ob es was wird. Wofür kann man Marble denn benutzen? Nicht wirklich, ne? Für Marble Stairs, man kann Säulen machen. Und Stufen. Gut, dann... Weiß ich ja jetzt, was zu tun ist.
Wenigstens das Crafting-Inventar bleibt normal bei Übelkeit. Ach, das, stell dir das mal das, vor. Das wäre ja grausam. Wie ging noch mal? Ah ja, so. Ich habe mir vor, man will dann so ein Tierschwert machen. Und weil es mal so übel ist, macht man auf einmal so eine Tierschaufel oder sowas. Das wäre richtig doof. Es ist so witzig, ich schaffe in 20 Minuten nicht ein Feld zu errichten. Ich meine, ich habe eine gute Begründung dafür, ich habe eine Entschuldigung, aber... Was denn für eine? Na? Ich wurde die ganze Zeit dabei behindert. Von irgendwelchen Angstzuständen oder... Hilfe. Ein Lost Miner ist gerade hier gespawnt. Jetzt also nur so eine Illusion. Ja, aber... Was mich irritiert, ist immer, dass man trotzdem seine Lebensanzeige und so schauen kann. Ja, also ich meine... Um das zu machen, muss der Mob schon da sein. Allerdings unverwundbar und ohne wirkliche KI. Ja. Sind wir schon wieder bei 21 Minuten, echt. Das ist genial. Bald habe ich wieder Nahrung, wie schön. Mein Feld ist so langsam soweit. Irgendwo Samen, Strawberries, jetzt nehme ich auch gerne an. Tomatoes, jetzt auch sehr gerne. Sag nicht, es wird dunkel. Doch, natürlich. Was denn sonst? Doch, das Schlimme ist, dass die Übelkeit leckt dann auch noch so. Ja. Vor allem, wenn man viel macht. Nicht, dass sie einfach schwingt, wie sie normalerweise tun sollte. Nein, sie dreht sich in Standbildern. Ja, so schlimm ist es bei mir zum Glück nicht, aber zum Beispiel, wenn das ist, dann kann ich teilweise keine Truhen öffnen oder sowas. Weil das dann in dem Fall so leckt. Naja. Sollen wir jetzt ein bisschen länger machen, weil können wir noch ein bisschen was schaffen. Vielleicht. Mit Glück. Ja, also ich bin da nicht wirklich für. Nee, sag mal, lassen. Dann würden wir nämlich jetzt aufhören, sag ich mal. Verdammt, wenn man zwei Slabs übereinander setzt. Ja. Und sie dann abbaut, wird daraus ein Marble-Block. Aha. Ich habe oben links wieder diese komische Null stehen. Ich bin auf Monsterjagd, was mit 2,5 Herzen und Angstzustand nicht einfach werden dürfte. Und Hunger. Eigentlich lohnt sich das gar nicht. Was lohnt sich nicht? Auf Monsterjagd zu gehen mit einem halben Herz, keinen Hungercoin und Angstzuständen. Ich werde eh die richtigen von den falschen Monstern nicht unterscheiden können. Und wenn dann ein richtiges kommt, würde ich dann mit einem Schlag K.O. machen. Naja. Du bist gerade eine fliegende Truhe mit Hut.
Nee, eine Truhe mit Hut. Das sieht echt genial aus. Und das Marblehaus? Ich schau mir das mal jetzt nur an, nochmal. Oh. Komm mal rein. Ich finde die Säulen cool. Echt schön. Hier ist gerade die Stufe runtergefallen. Weil ich musste von der anderen Seite erstmal anfangen. Naja. Gut, dann denke ich, bei mir war es das auf jeden Fall erstmal. Bei mir auch. Ja, und dann würde ich mal sagen, ich gähne jetzt noch einmal. Es sind Ferien, du darfst gähnen. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.